Und da sind wir, meine Lieben, im ersten Match des heutigen Abends, der Silent Steph gegen den David. Auf der Free Einstein Map der SPL-Liga. Und meine Lieben, die SPL-Liga wird voller. Da haben sich ein paar mehr angemeldet. Und meine Lieben, noch viel, viel geiler. Die 2-on-2-Liga für Alarmstufe Rot geht in die Remastered Edition. Das bedeutet, ihr könnt schon eure Teams zusammenstellen. Und ihr habt die Möglichkeit, bei diesem Mal, bei der Remastered Edition der 2-on-2-Liga, sogar einen dritten Spieler als Ersatzspieler mit reinzunehmen. Damit die Termine für eure Spiele leichter zu wählen sind, was nicht meistens immer nur an einem aus dem Team, dass das nicht klappt. Und ich freue mich. Es geht bald los. Ich werde euch das ansagen, beziehungsweise euch mitteilen über unseren Discord-Server und über die Website, wann denn die Startphase ist und wie ihr euch anmelden könnt. Genau dasselbe haben wir übrigens bei Zero Hour auch. Über Zero Hour gibt es nämlich jetzt auch bald eine 2-on-2-Liga und da hypen das einige schon richtig ab, weil die 2-on-2-Spiele sind einfach unwahrscheinlich klasse. Aber jetzt kommen wir mal zum Match hier. Hier haben wir nämlich den Silent Steph im schönen roten Gewand mit den Alliierten heute unterwegs. Nicht mit den Sowjets. Und hier haben wir den David links oben in Lila auch mit den Alliierten unterwegs. Und ich glaube, sie haben beide die Türken genommen. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir gucken uns mal die Spezialliga hier gleich in der Tabelle an. Meine Lieben, dann können wir uns mal auch anschauen, wie die Herrschaften so positioniert sind. Ja, guck mal. Da gibt es keine Tabellen heute für euch. Da sind sie. Warte, lass mich mal ganz kurz das Fenster hier korrigieren. Und dann haben wir es auch richtig. Und da sehen wir den Silent Steph aktuell 4 Spiele auf Platz 2 mit 8 Zählern direkt hinter dem Installateur. Also durch einen Sieg könnt ihr ja heute den Insta einholen und die Ligaführung hier übernehmen. Und David hat ja noch kein Spiel geleistet, aktuell noch auf Platz 10. Mit Sunny und auf dem 12. Platz. Ihr seht ihr gerade aktuell nicht, unser Mr. Grosky. So, ab ins Match. Wir wollen weiter gucken, wie das hier abgeht und was hier so passiert. Ah, nein, Jan. Moin. Heute kein Generals. Nein, Generals ist immer nur beziehungsweise Zero Hour am Mittwoch und am Sonntag, mein Lieber. Aber schön, dich hier zu sehen. So, wie sieht's aus? Was haben sie vor? Also, Silent Steph kennen wir ja mittlerweile, ist ein sehr, sehr stabiler Typ hier von Gameplay her. Ist nicht umsonst so gut positioniert in den Ligen. Und auch hier ist er ja gut unterwegs. Die Frage ist, schafft das gegen David? Weil David spielt nämlich auch nicht schlecht. Wir sehen übrigens, David ist jetzt mit den Schützen hier schon unterwegs. Aber der hat auch eine gute Leistung, der David aktuell. Ist, glaube ich, auch einer der Top-Spieler in seiner Liga. In der regulären Liga. Und hier aktuell nur mit einer Raff am Fahren und 2 Sammlern. Das ist halt ein Problem. Ja, wir sehen hier schon, Zwegar ist da. Der Silent Steph hat das ein bisschen geschickter gemacht. Der ist nämlich gleich direkt auf 2 Raffinerien gegangen. Also Vorteil aktuell hier für den Silent Steph. Zumindest was hier die Ressourcen anbelangt. Aber so steht er schon stabil. Hier hat er auch schon die Rap-Station gebaut, hat verkauft. Also ist schon auf dem Weg, hier den zweiten Bauhof zu bauen. Und hier habe ich jetzt, weiß ich nicht, ob das jetzt die Schützen aus dem Rap-Gebäude sind. Ja, das waren die Schützen aus dem Rap-Gebäude, hat er also auch schon. Und mit dem Bauch direkt auch schon raus. Ah, da hängt Silent Steph jetzt ein bisschen daher. Da sieht man schon, ah, David schnell unterwegs. Er hat auch einen Vorteil, er kann sich in der Mitte positionieren und direkt beide Gemfelder hier annocken mit einer Raff. Ja, und ich denke mal, das wird er auch tun. Und nachdem er das getan hat, könnte er dann rechts nach oben. Oder er ist mal, das waren ja selten welche, den letzten Move, den ich gesehen habe. Sorry, dass ich mal ein bisschen lachen muss. Mein lieber Ryder, wo ich dich gerade lese. Da hat Ryder das ja hier probiert und den Ryder-Tours gemacht mit dem Bauhof hier. Wollte auch nach rechts, der Gedanke war super. Es hat nur ist daran gescheitert, dass er hier direkt bei den NPCs hier durchgefahren ist. Und die Tesla-Trooper seinen Bauhof rausgenommen haben. Also sollte es tatsächlich der David jetzt probieren, müsste er hier aufpassen. Er müsste hier nämlich oben lang fahren, aber er darf hier nicht direkt da vorne fahren, sonst, knockt er sich selber aus durch den Pull der NPCs.
Und erstes Stempelfeld hier schon vorm Silent Step angenockt hier mit der Raff. Also schon mal ganz clever gemacht. Beim David, der hatte noch keine Raff, ja, in der Produktionsschleife. Das ist ein Problem. Damit hängt er jetzt schon hinterher. Also aktuell klarer Vorteil für Silent Step. Da kommt er auch schon mit dem nächsten Bauhof hier raus. Und jetzt kommt erst die Raffinerie hier vom David. Oha, da muss aber die Kohle kommen. Die muss richtig, richtig laufen jetzt. Damit er gegen den starken Silent Step hier auch gleich zu Anfangs ordentlich Einheiten produzieren kann. Denn Silent Step ist ein sehr, sehr starker Spieler und übrigens hier auch noch meine nächste Raff gebaut. Also so habe ich es auch noch nicht gesehen, hier sich hochzubauen. Und in der Mitte steht er jetzt auch schon stabil. Hier wird garantiert auch gleich die Raff gebaut. Guckt gleich das mal, was er macht. Hat hier nur das kleine Kraftwerk gebaut als Platzholder hier. Baut gleich die Raff daneben. Und fährt mit dem Sammler sehr... wahrscheinlich hier vor. Kann ich mir gut vorstellen. Hier direkt vor. Oder hier. Ich vermute aber mal hier. Wir werden es sehen. Und vor allen Dingen, was für Spezialgebäude werden sie bauen? Ja, hier sehen wir schon Silent Step als Alliierter. Geht er jetzt auf die schweren Panzer von den Sowjets. Hier beim David sehen wir aktuell noch nichts. Er kommt jetzt Gott sei Dank an die Kohle ran. Heißt, er könnte jetzt die Produktion gleich mal anflimmern. Und Batzek, danke dir für Game Controller, mein Lieber. Vielen, vielen Dank für den Support. Ja, und Batzek, was du hier siehst, ist gerade eine Liga zwischen den alten Uldis hier. Eine Live-Liga für jedermann. Also, wenn du Bock hast, so einen alten, geilen Titel hier, Game-Titel hier mal mitzuspielen mit uns. Und wir haben eine Menge, Menge Spieler, die dieses Spiel gerade aktuell spielen. Übrigens zwei jetzt hier im Live gerade bei mir, der David und der Silent Steph hier, spielen hier gegeneinander in der Spezialliga. Also sehr, sehr interessant. Und ja, nee, Silent Steph hat sich nicht da oben positioniert. Naja, er hat sich hier unten positioniert und baut hier langsam nach oben hin. Und in der Mitte steht David ja schon mal sehr, sehr gut. Hat jetzt auch noch mal eine Waffenfabrik gebaut. Müsste allerdings jetzt ein bisschen Gas geben. Denn, guckt euch das mal an, Silent Steph geht hier mordsmäßig hier in die Panzerproduktion rein. Und das kann ganz, ganz, ganz schnell eng für den David werden. Denn er hat nur noch 2,5 Minuten, um jetzt gegenzupullern. Und vor allen Dingen, achtet mal darauf, er geht hier nur auf die mittleren Panzer. Die sind halt deutlich schwächer. Und vor allen Dingen gerade noch in Unterzahl. Und hier sind schon mittlerweile 3 weitere produziert worden. Genau, gib mir mal jemand komplett, Bubi, tanz mal bitte von den Twitchern. Für unser Batzek auf TikTok, damit er das weiß. Dass wir auch das hier anbieten, mein lieber Batzek. Komm, Blechbubi, tanz mal. Hey, hey, Moonlight, schön dich zu sehen, mein lieber. Sorry, hab dich gerade überlesen. Wie geht's dir? So, Schickiwiggi, die Mitte sieht sehr stabil aus. Komm, Blechbubi, tanz mal. Oh, gleich nochmal doppelt Batzek für dich. So, nice Move hier von David. Finde ich richtig genial, was er hier gerade macht. Dass er hier eine Kaserne baut mit Rockets. Hat also sehr früh die Möglichkeit. Jetzt guck mal, jetzt übertreiben sie es. Jetzt kommt nur noch die Tanjas um die Ecke hier. So. David kommt so langsam in die Produktion rein. Der muss auch deutlich mehr Gas geben. Das könnte strategisch erstmal schon mal gut sein für ihn. Problem ist, hier der Silent Step auch schon wieder Gegenwehr hier. Hat viele Schützen im Pedo schon. Er hatte dran zu kauen, weh. Ja, draußen. Draußen, jetzt ist halt Sommerzeit. Ne? Jetzt ist halt ein bisschen ruhiger hier bei uns im Stream. Sonst haben wir ja immer mega volle Bude, aber aktuell Sommerzeit. Die meisten genießen das. Bei uns haben sich auch so viele abgemeldet zu Sommerzeit. Aber die Herbstsaison, oh, da geht's wieder los, meine Lieben. Wenn sie alle wieder in der Bude hocken, dann werden wir es erleben. So. Der Cooldown nähert sich dem Ende. Eine Minute noch. Und dann knallt es hier aber so richtig. Diese Situation wird eskalieren als allererstes. Mit aller Wahrscheinlichkeit. Denkt dran, ihr habt noch ein paar Sekunden Zeit, die Wetten abzuschließen, meine Lieben. Und das Bild könnt ihr euch jetzt selbst machen auf der Minimap, wie es aktuell aussieht. Wir bleiben hier mal im Fokus. Ich kann mir vorstellen, dass hier David direkt drauf geht. Silent Step unten links übrigens schon mit einem Bunker und einem Kanonturm. Und David geht auf den Hafen. Oh, sehr sauberer Schachzug. Jetzt ein Kreuzer raus, wenn er Tech-Zentrum hat. Da hat er.
Und jetzt könnte es losgehen. Cooldown geht sich oder neigt sich hier zum Ende zu. Und jetzt geht's hier links, wie eben schon gesagt, in die Attacke. Und moin, fertig. Bin schon da. So, der Bauhof ist raus. Also schnelles Intermezzo hier für den Silent Step. Ohne Probleme. Die Frage brauchen wir uns gar nicht mehr selber stellen, sondern wir haben die Antwort. David zieht jetzt die Verstärkung zum Mitte jetzt hierüber und das bleibt hier noch keine andere Wahl. Denn Silent Step ist hier ganz schön stark unterwegs. Da muss er erstmal gegenhalten. Hat aber da clever mit Gebäude dicht bauen, jetzt auf Kanonentürme setzen. Geld hat er noch so ein bisschen. Das neigt sich auch dem Ende zu. Genau, eiskalt rüberfahren, die Verstärkung kommt. Und Achtung, mal sehen, ob Silent Step 4 aus der Mitte gleich rausfährt. Silent Step kommt hier langsam durch. Allerdings, Verstärkung lässt noch auf sich warten hier. Und David versucht hier die Einheiten rauszuziehen. Ja, kommt noch ein bisschen tiefer, was er nicht mehr viele Einheiten sollte. Der David hinbekommen hier. Ja, nur hier wird's spannend. Kaum noch Knete. Da zwei Sammler hat er hier, Gott sei Dank. Ja, da ein Sammler. Ja, hier ist der Weg zu kurz. Er muss ein bisschen weiter expandieren. Und jetzt kommt über die Mitte die starke Panzerdivision hier vom Silent Step. Und das macht er richtig. Er lenkt jetzt den Silent Step nämlich ab. Bringt ihn davon ab, nach oben zu fahren. Und er muss jetzt nachziehen. Denn das reicht hier aus und locker die Base hier rauszunehmen. Er produziert aber hier schon ein paar Tage gerade nach. Der Silent Step. Sehr schön. Noch weiterfahren. Nicht warten. Weiterfahren. Sauber. Richtig schön. Achtung, oben ist Drop. In der Mitte vom Silent Step. Nächste Raff hier raus. Und weiterfahren. Sehr schön. Wie im Lehrbuch. Der lässt hier nicht mit sich verhandeln. Der fährt direkt weiter, der David. Hier brauchen wir noch nicht mal auf die RAF gehen. Hier reicht Tech-Gebäude bzw. Waffenfabrik als nächstes. Und Silent Step jetzt in der Mitte. Aber das sollte hier David hinbekommen, wenn er hier so ein bisschen im Fokus ist. Aber er ist da nicht im Fokus. Aber Steph ist hier im Fokus drin. Ne? Der nimmt jetzt die RAF gerade raus. Und das könnte gefährlich werden jetzt hier mit David. Der hat so oder so schon kaum Kohle. So, Tech-Gebäude raus. Vom Silent Step. Jetzt wird es aber auch für ihn eng. Hier. Also die Sache hier ist gelaufen und hier oben, boah, da muss David jetzt agieren. Er ist aber nicht im Fokus hier, der ist immer noch hier unten. Sollte hier mal nach oben wechseln, da hat er nämlich jetzt die zweite RAF schon verloren. Und jetzt merkt er es erst, jetzt zieht er nach und das war zu spät. Jetzt haben wir da eine RAF im Nirvana stehen. Beide haben gerade Besuch vom Zwegert. Und jetzt jagt er hier den Step. Direkt hinterher. Was tut sich aktuell bis auf hier unten nichts. Da zieht nämlich Step wieder alles nach oben. Hat noch keine Tanja gesehen, ne? Wo Bloody gerade Tanja raushaut. Noch keine Tanja gesehen. Im Gegenteil, guckt euch das mal an. David macht jetzt Linksmobil. Auch machen. Den Diese Division, die muss das so schnell wie es geht in der Mitte jagen. Denn der Staff macht sich hier ganz schön kampfbereit hier in der Mitte. Und auch die Schiffe machen sich gerade auf den Weg. Ah, David zieht weiter links durch. Aber die Bunker, die sind ein Problem. Schützen.
Und moin, Ilium, mein Lieber. Schön, dich zu sehen. Und hi, Heizöltaucher. Auch schön, dich wieder zu sehen bei dem Stream. Nice to meet you. David räumt da so ein bisschen auf. Und jetzt kommt die große rote Welle hier durch die Mitte vom Silent Steph. Während David hier alles rausnimmt, macht sich hier Silent Steph hier auf den Weg. Und hier oben, guckt euch das mal an, David hat noch so viel. Könnte locker gegenwehren, aber so wird's eng. So verliert er hier locker die Waffenfabrik. Und wenn nicht sogar vielleicht hier gleich die Raffinerie noch gleich oben drauf. Weil es zu wenig ist. Und es wartet da oben. Die Verstärkung. Und hier sind alle Einheiten jetzt weg. Das könnte jetzt das Match sein hier. Das GG hier für den Silent Steph. Weil David zu spät reagiert hat. Das ist richtig ärgerlich. Ja, und hier würde er auch den Rest verlieren gegen die starken Sowjetpanzer. Ja, man muss aber auch in Betracht ziehen, beziehungsweise berücksichtigen, David spielt das erste Mal hier in der Spezialliga. Und da muss man erstmal drauf klarkommen, dass man halt einen größeren Baumodus hat. Man hat halt deutlich mehr Einheiten, die man bauen kann. Das kann auch ein bisschen verwirrend sein. Wäre mit den schweren Panzern auch besser bedient gewesen. Und Silent Steph hier zur, ja, zur Retusche hier rein. Bei David. Und krallt sich jetzt hier die Base. Alle wichtigen Gebäude nimmt er jetzt gerade in Beschlag. Und meine Lieben, unser Renegade X-Server ist wieder online. Nach einer Woche Wartung und Einstellungen können wir jetzt wieder täglich Renegade X zocken. Mehr dazu nachher. Und sehr gut gemacht. Wichtige Gebäude raus. Hier nochmal die Raff sogar mit rausgenommen. Die nächste Raff dürfte er sogar auch noch hier vernaschen. Weil er ein bisschen zu heavy unterwegs ist. Er muss wieder ranfahren, korrigieren. Aber hat er rausgenommen. Aber da hat er ihn richtig empfindlich getroffen. Aktuell ist aber David, wenn es um die Kohle geht, im Vorteil. Wenn er jetzt rechtzeitig in die Mitte fährt und nochmal nachproduziert. Problem, er hat keine Waffenfabrik mehr. Die muss er erstmal nachbauen. Aber, oh, fahrt er rechts und links. Alles noch da. Kann also noch loslegen. Oh, die Kreuzer versuchen hier die schweren Panzer rauszunehmen. Oh moin, Mentoron, schön dich zu sehen. Und jetzt gibt er nochmal Attacke hier, das Silent Steph. Die letzte Raffe in der Mitte und hier rauszunehmen. Und das so ärgerlich. So ärgerlich hier für den David. Er hatte die Kampfmittel, um dagegen zu halten. Er hat's nur nicht wahrgenommen. Er hätte die Mitte verteidigen können. Und jetzt kommt hier der nächste Angriff rechts auf die Base von David. Und das ist halt natürlich schon entschieden hier. Das ist eigentlich fast ein unmögliches Ding hier noch für David, das hier noch zu wenden. Das kann er höchstens mit Überraschungsangriffen machen, indem er hier alles rausnimmt mit Tanyas. Hier hat er noch nicht mal Bunker. Aber ohne Tech-Gebäude wird es schwierig mit den Tanyas. Die Base ist rechts jetzt auch raus. Hat hier nochmal versucht, hier der David zur See hier die Silent Steph ein bisschen zu bedrängen. Und Silent Steph, der fährt einfach jetzt mal oben weiter. Einmal im Kreisverkehr hier. Er fährt hier unten lang. Steph fährt oben lang. Ja, die Richtungen sind schon vertraut. Die wissen schon Bescheid, wo sie lang müssen. Und der Bau flüchtet. Er zieht sich wieder zurück. Er versucht es nochmal, sich aufzubauen hier. Versucht Kohle zu bekommen. Also aufgeben tut er nicht. Allerdings muss er sich zurückziehen. Er hat ja noch ein bisschen Erz hier. So ist das ja nicht. Naja, er könnte ja noch ein bisschen sammeln. Hier ja auch. Und hier hat er auch noch die Möglichkeit. Problem ist, er fährt mit den Kanonentürmen.
fliegt ihn jetzt raus, hat er gerade den zweiten gebaut. Und da kommt auch schon das Abrisskommando. Hier vom Silent Staff hier, unsere Doppelrohrpanzer hier. Die schweren Panzer der Sowjets. Der Bauhof wieder am Flüchten. Und die Panzer sehen nur noch den Staub. Der rockt gerade weg. Und da kommt er jetzt hinterher. Auch hier ein little bit zu spät. Das rächt sich jetzt in den endgültigen Untergang hier vom David. Er versucht noch mit dem Bauhof zu flüchten, aber das wird nichts. Ja, bitte, guckt euch das mal an. Er ist jetzt auf Abfangkurs mit ein paar Einheiten. Ah, das ist schon richtig. Das ist ja schon eine geile Filmszenerie hier. Ja, oben. VK jetzt. Feuer Sail. Auch zu Wasser. Jo, er gibt sich geschlagen. Er gibt sich geschlagen. Also das GG hier für den Silent Staff ist hier besiegelt. Und meine Lieben, die die neu hier zuschauen und ihr habt Bock, diesen alten Klassiker mitzuspielen, ihr seid herzlich willkommen hier bei mir, bei uns, bei Katastrophe LP hier mitzumachen. Wir spielen viele, viele Spiele, nicht nur CNC als Echtzeit-Strategiespiel, auch viele andere. Und vielleicht heute Abend auch mal wieder eine lockere Runde Renegade X oder Counter-Strike 1.6. Also wenn ihr Bock habt, join us. Wir freuen uns. Ja, ich denke mal, das war das Problem hier für David. Er, oder darin bestand das Problem, dass er nicht wusste, wie er mit dem Baumini umgehen sollte. Weil er weiß auch, dass die schweren Panzer halt massiver sind. Wir fragen ihn gleich mal, warum er die gebaut hat oder ob er das wahrgenommen hat mit den schweren Panzern. Müsste er eigentlich bei der Zeit. Oh moin, Telefonsieg, schön dich zu sehen. Geh mal rechts. Da ist nicht außer der Silent Staff. Wollen wir die Rest ausnehmen hier. Haben wir nochmal All In hier vom David. Der möchte nicht komplett aufgeben, sondern er fährt nochmal weiter. Dann mal noch Rundkurs, Bivak. Und die beiden Sammler. Standing Ovations hier für unsere Sammler, die eisern die Stellung halten. Jetzt fährt er nach unten. Da könnte er noch ein bisschen Schaden anrichten. Wobei, da haben wir schon Kanonentürmchen. Wenn die nacheinander reinkommen, sind die halt schnelles Futter hier. Der zieht sich die Zange hier zu. Der Silent Staff kommt in Verstärkung auch von rechts mit den schweren Panzern. Also null Problemo hier für den Silent Staff. Die letzten Einheiten werden jetzt aus dem Gefecht genommen. Wobei, weiß nicht, welche die letzte Einheit wird. Hier, die Schützen. Nein, das war tatsächlich der Sammler oben. GG hier. Wir gucken uns mal die Stats an, meine Lieben. Bevor wir zu den beiden mal rübergehen und sie interviewen, wie es denn zu dem Spiel gekommen ist. Und hier gucken wir uns nochmal an Silent Staff hier auch von den Ressourcen deutlich überlegen. Über 60.000 mehr. Also das ist schon ordentlich. Einheiten erklärt sich selbst. Also gut unterwegs gewesen hier. Da lag es wirklich bei David daran, dass er bei dem Gemfeld zu wenig gefarmt hat zu Anfang. So gleichzeitig als Silent Staff durchgefahren ist, nicht die Einheiten als Verstärkung von oben runtergezogen hat in die Mitte. Also sehr, sehr schade, aber dennoch schönes Spiel. GG.